Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Ja, und ich klaue mir erst mal ein bisschen was. Genieße Tiere. Ach so. Vielleicht aus Afrika? Gut, dann klaue ich mir hier vielleicht auch nichts. Scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Nein. Schlafen hat so gut Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Ich weiß, ich soll mit den anderen sprechen, aber ich muss mich erstmal umgucken hier. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Räucherwerk. Das riecht so gut. Nicht so viel einatmen. Könnte auch was anderes sein. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Fragt doch einfach die Kapitänin. Schön. Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Naja. Wenn das Verbrecher und Diebe sind, ist ja klar. Okay, ich weiß. Okay, sie ist oben. Warte, dann muss ich erstmal runtergehen. Wahrscheinlich muss ich nachher sowieso wieder runter, weil ich ja irgendwas holen soll. Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Naja. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Ist halt Plunder, ne? Also sieht für mich nach Plunder Bücher aus. Bücher. Die sind selten. Aber irgendwie wirkte es von oben die Schaluppe hier ein bisschen größer. Oh ja, die gehört Anor. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Toll. Also hier unten wirkt es auf jeden Fall kleiner, wie es dachte. Okay. Wenn wir dann nicht weiter haben, mit Madame oben welche als letztes hey, sprechen. Seemann, immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und ein Delfin. Das ist schön. Hä? Okay, jetzt glaube ich nochmal das Gespräch. Was mir noch gar nicht weiter aufgefallen ist, warum kann sie nur zwei Pfeile mitnehmen? In der Tasche sind mindestens Platz für sechs. Da muss ich nicht aufwerten. Die kann sie einfach so reinstecken. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Gut, Chefin. Geht klar. Das ist so toll. Ich weiß. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Bei mir ist alles gut. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Danke. Aber, also... Ja, weiß nicht. Der Kontinent ist nicht mehr zu sehen. Mutter, Lukas, ich hoffe, es geht euch gut. Wer weiß das schon? Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm!
doch! Da ist was, oder? Ist. Wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vodor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und... ich mag Sophia. Und Anno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Die einzigste Frage, die sich mir stellt. Okay, wenn wir fast da sind. Ich meine, die Leute dürften ja auf uns dann nicht treffen, ne? Gibt es jetzt dann nur noch Ratten? Kriegen wir neue Feinde irgendwie, die was dagegen haben, dass wir hier sind? Das würde mich halt interessieren. Und ich glaube, das wurde ja, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also, ja, wir wissen, dass er sterben kann. Aber wir waren, glaube ich, die ganze Zeit in der... Annahme, dass er das nicht weiß, oder? Die Sache ist bloß, warum ist er jetzt so... Ich nehme es jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Aber warum ist er jetzt damit so okay? Das ist halt... Weil von sich aus hätten wir dann theoretisch so gesehen zu Hause bleiben können und dann stirbt er halt, wenn er damit selber mit sich im Einklang ist. Die Gefahr, die er da darstellt, wäre dann theoretisch auch nicht mehr gegeben. Naja, es wird aber, denke ich mal, erklärt. Soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich.
betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Ich will ja sagen, die Frau hat schon was getrunken. Ja. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Ja, und ich weiß, ich habe mir die Insel doch ein bisschen sehr verlassen vorgestellt eigentlich. Zumindest so, wie es in seiner Erinnerung, glaube ich, war. Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Straße meint oder die andere. Ich gehe einfach mal hier. Noch, ne? Mehr, wenn ich das darf. Später, ich bin erledigt. Ich auch. Diesmal ist so viel los. Okay, die unfreundliche Frau lässt uns nicht durch. Dankeschön. Ja, von wegen, wir sollen hier nett sein, aber die Leute lassen uns ja auch nicht hier, ne? Naja, ich sehe schon. Okay. Ja, ich komme ja schon, Hey, wartet kurz. Was? Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber... Erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Okay. Hugo jetzt auch noch Bauchredner. Gut, das wollte ich bloß mal testen. Die Sache ist, ich kann mich noch an den großen Berg erinnern. Also, 100 Pro auf so der anderen Seite. Viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Ja, das Gute ist, ich kann hier wirklich nicht jeden anquatschen. Das wäre fies. Okay, hier könnte ich ihn anquatschen. Ich glaube aber... Das wäre mit wohl die erste Option, deswegen glaube ich eher nicht, dass er uns helfen kann, aber... Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich? Mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Toll. Ich besuche nur den Markt. Jo. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Ich meine, wenn Hugo das sagt, ist es ja Gott sei Dank nicht so schlimm, weil das kann, naja. Alles klar, dann fragen wir uns mal durch. Eher so als kindliches Getue abgetan. Gute werden, ja. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Danke. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Okay, die kann ich anscheinend, doch, die kann ich anscheinend. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Ja, ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass... wir irgendwann vielleicht den falschen fragen werden? Oder es wird weitergetragen? Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, also, dass auf jeden Fall jeder hellhörig wird, warum wir dahin wollen. Können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Schweinebraten. Wer hat Appetit? Oh, ich habe noch nichts gegessen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Warte, wir gehen da gleich zur Festivität, wenn ich das noch, wenn ich das noch machen darf. Segen. Okay, er rennt da schon hin. Nee. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Ja, dann... Komm rein jetzt hier. Ich dachte, er wollte Hallo sagen im Sinne von streicheln und so. Gut. Na los. Hab keine Angst.
Ich dachte, wenn er sieht, dass ich... Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Oh. Da, das war ich liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Gehen wir. Danke, mein Herr. Stille Lucinda. Wieder. Okay, wir sind noch im, Dings. Sehr schön. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, deinen Kampf meckern zu hören. Ja. Nächstes Mal. Nee, ich hab, ich Wusstest kann... du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Gut. Nee, ich kann trotzdem mir gut vorstellen, dass da irgendjemand hellhörig wird, weil der Platz anscheinend keinem weiter bekannt ist, außer vielleicht ein paar speziellen wenigen Leuten. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Ein Drachenmann? Warum denn jetzt ein Drachenmann? Okay, hier haben wir noch mehr Markt. Ich hätte vielleicht auch vor der Aufnahme echt was essen sollen, weil jetzt kriege ich gerade voll Hunger. Wagt einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Muss ich ja durchtreffen? Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Klar. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Heißt das, ich treffe? Warte mal. So treffe ich den Kranz an sich. Hier müsste ich durch, ne? Ja! Ja. Na, ich bin stolz auf dich. Anno. Guter Anfang. Kann ich mich auch zur Seite stellen? Nee, ich muss das von hier aus machen. Ja, weiter so. Zeig's diesen Grenzen. Warte. Du wirst ja auch hinkriegen, ne? Volltreffer. Okay, da ist noch einer. Ja, beeindruckend. Müsste passen. Unglaublich. Möge dies ein segensreiches Zeichen sein. Danke. Du bist so gut. Ich weiß. Die Kranze hatten keine Chance gegen dich. Schauen wir uns weiter um. Okay. Schön, schön. Ich glaube, das habe ich halt beim ersten Teil gab es, glaube ich, sowas auch, aber das habe ich... Zumindest im LP habe ich es, glaube ich, übersehen. Bin mir nicht so ganz so das sicher. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Kann auch sein, dass ich das mit dem komischen Apfelbogen verwechsel. Traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang. Ist eigentlich eher bloß realistisch. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Ich meine, das würde ja... Ich komme hier nicht weiter. Das mit dem Sohn zur der Blutasche irgendwie, das würde ja schon zu unserem... Über den Hauptplatz. Zu unserem Traum passen. Aber was ist damit gemeint? Oh, warte mal. Ja, gut, ihr unfreundlichen Kinder. Darf ich halt Wer nicht ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Okay, da kann ich nichts machen. Loot werde ich hier auch nicht wirklich weiterfinden. Es wäre halt ein bisschen erschreckend an sich, wenn... Wir müssen das hier so rum... Na toll, hier darf ich nicht mal reingehen. Wäre halt ein bisschen erschreckend, wenn vielleicht irgendwo eine Abbildung wäre und die unserem Igor sehr, sehr ähnlich sieht, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. So, ich wollte nämlich... Komme ich jetzt hier auch irgendwie runter? Oh, Tänzer! Amicia! Tänzer! Jo, wir tanzen. Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie.
Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stell ich's mir vor. Okay. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Sie sind hier. Hallo. Oh, hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auf die Tänzer. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folg mir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Schnell, schnell. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Genau. Warum wohl? Aber naja. Ich meine, da kommt er wieder nett und sympathisch und süß rüber, ne? Aber... Er wird mit Sicherheit die Mutter. Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Entweder liegt das daran, dass die hier so eine Art Kanon abziehen, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Weiß ich nicht. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor Komm. Verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Ja! Schnapp sie! Das Mädchen lauf! Kannst du mal ein bisschen schneller machen? Zur Hölle mit ihm! Ach so. Nein, du, renne hier. Toll. Ich glaube, das war's dann mit unserem Freund. Und. Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum.